Würde Warte übrigens auf sagen, die das ist jetzt Antwort dann der später. letzte Tag, ne, für heute. Ja. Felix pennt nämlich schon so gut wie ein. Danach spiele ich noch eine Runde Auto-Chess. Toll, dein Wurm des Unkraut hat auf dem Hof Schaden angerichtet. Die Meldung habe ich noch nie bekommen. Was? Ich habe diesen Ort immer geliebt. Was Wurm des Unkraut hat Schaden angerichtet. Wahrscheinlich, weil es den Dünger geklaut hat. Heute gut drauf, Wetterbericht, was sagt's mir? Wunderschöner sonniger Tag morgen. Erdbeeren haben wir noch. Achso, hier wollte ich hier unten noch nicht pflanzen. Oh, hier kriegt man Iridium von der Statue. Ich hab 8 Iridium erst von der Statue gerade gekriegt, ja. Wie nice ist das denn? Von der Perfektionsstatue. Ja, nimm mal eins Tag. Felix, ich glaube, du musst einen nochmal holen. Hm, glaube ich auch. Wo ist denn eure? Also Lumis steht hier, ich habe keine bekommen. Ich habe keine bekommen. Geh halt nochmal zum Altar, vielleicht gibt's jetzt eine für dich. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas erreichen, ne? Glaube ich nie, die Voraussetzungen für das Jahr sind dasselbe für Benny wie für uns. Meinte der, ich glaube ich nicht, dass da nichts stehen wird, denke ich. Also nichts sein wird für mich. Guck halt nochmal. Aber das Feld ist nicht ins Gewächshaus, wäre doof. Cool, ich hab OE. Doch, das Feld ins Gewächshaus. Glück ins Gewächshaus darf man nicht kaputt. Aber ich komme trotzdem nicht ran. Ja, der Schrein leuchtet halt für mich auch nicht. Immer noch. Komisch. Am Ende liegt es nur daran, weil ich den komischen Goblin nicht mitgekriegt habe, dass er weg ist. Nee. Das war doch schon vor dem Goblin. Das Event kommt da ohne den Goblin. Das war doch das, nachdem der Opa da war, sind wir doch hochgegangen zum Goblin. Na gut. Ja, jetzt wolltest du uns wieder die Schuld geben, gell? Aber es hat nicht funktioniert. Nee, denn? Ich war ja einfach nicht rechtzeitig da. Die wollte ich nicht euch die Schuld geben. Ja, ja. Großvaterschrein. Ich kann da nur rechts klicken und da sagt mir Großvaterschrein. Moment, hier habe ich Scheiße gebaut. Wie gesagt, vielleicht hast du einfach irgendwas nicht gemacht, was wir gemacht haben. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Naja, was so scheiße. Dann muss ich's halt, dann überlappt sich das halt ein bisschen Pech. Aber ein automatisches Aufsammelgerät haben wir bei den Hühnern noch nicht reingemacht, das ist mir noch ganz gut, glaube ich. Gibt's da auch eins? Gibt's da keins? Ja, ne, also, muss halt dasselbe Gerät da reinmachen. Eventuell fehlen dir einfach die Voraussetzungen, die Punkte bringen, damit der Schrein leuchtet und deine Statue bekommst. Ja, keine Ahnung. Ja, wer halt den ganzen Sommer nur angelt, ne? Hab ja nicht nur geangelt. Den bestraft das Leben. Bei Hofarbeit bist du bei welchem Level? Hä? Bei 10. Ja, bin ich auch. Siehst du? Wo seht ihr das denn? E drücken und auf deine Fähigkeiten gehen. Was? E drücken und auf deinen Kopf gehen. Achso. Hofarbeit bin ich bei Stufe 10, Minenarbeit bin ich bei Stufe 10, Sammeln bin ich bei Stufe 8, Fischen bei Stufe 2 und Kampf bei 9. Habt ihr irgendwas in eurer Geldbörse, das darauf hinweisen könnte, dass ihr das kriegt? In der Geldbörse? Ja, wenn du unten bei deinen Skills bist, wenn du deine Skills anguckst, hast du auch die Geldbörse. Rostiger Schlüssel, Schädelschlüssel, Lupe, dunkler Talisman, magische Tinte und Wissen des Bärs. Okay, ich habe sogar noch ein besonderes Amulett, was, keine Ahnung, was das bringt. Ist da? Besonderes Amulett habe ich auch. Schädelschlüssel, Lupe, dunkler Talisman, magische Tinte und eben Wissen des Bärs. Ein Feld ist bei mir noch frei. Da könnte noch irgendwas hinkommen. Gerät für die Hühner gibt es angeblich im Koop nicht. Nicht? Das ist ja frech. Ich meine, da haben wir schon nachgeguckt und uns geärgert. Hat irgendjemand von euch Iridium ins Dings? Ins was?
dass neue Iridium-Wachen entstehen? Nee. Wir haben das Iridium nicht geschmolzen bisher, glaube ich. Schön, wenn das irgendwie. Ach doch, irgendwas schmilzt da, aber ich weiß nicht, ob es Iridium ist. Es ist Iridium. Wisst ihr? Felix ist schlau. Iridium tue ich immer, also ich wollte jetzt eigentlich mal alles über den Tag hinweg, was ich noch hinkriege, schmelzen. Das wäre doch nice. Und dann werde ich die Kampfstiefel heute Abend gleich noch verkaufen. Wir haben mittlerweile schon wieder 999 Steine und 387 Steine, also. Jo, wir brauchen aber normalerweise noch mehr. Letztes Mal, ich glaube, einmal haben wir fast 1000 Steine verböllert, damit wir schön weit unten ankamen. Ja. Es muss halt jeder gut Steine mitnehmen. Dann schaffen wir das auch. Das zweite Feld ist bebaubereit. Wo ist denn eigentlich meine Kupferhacke hin? Hab ich die weg? Ich hab sie nicht. Hat mir jemand geklaut. Nein, nein, ich hab vor uns eine Hacke gesehen. Hier ist eine Kupferhacke im Erz, in der Erztruhe. Okay, dann hab ich sie aus Versehen weg. Ja. Jetzt wieder uns die Schuhe zuschieben. Schuhe. Was? Schuhe in die Schuld schieben. Gibt's für den. Achso, für den Hühnerstall gibt's. Ja, wir haben aber keine 10 Stacks an Stein, Xan. Auch wenn das eine gute Idee ist, theoretisch haben wir keine 10 Steine. Wir müssen halt Stacks. Erstmal ein bisschen Steine sammeln, dann müssen wir hintereinander weg, muss einer muss einen Arsch frei halten und die anderen müssen Treppen bauen wie die Bekloppten. Ja, das wäre dann die nächste Idee, ja. Aber das wird ja diesen Stream dann wieder nichts mehr. Nee, das dann müssen richtig. Wir aber erstmal mindestens in. Also ich gehe jetzt in die Mine und sammle Steine. Fange ich in da. Mach das. Ich mach derweil unsere Farm weiter, dass wir irgendwann unsere Millionen erreichen. Vor allem brauchen wir dann 10.000 Steine, wenn wir 10 Stacks nehmen wollen. Da müssen wir noch ein bisschen Steine farmen führen. Ja. Vielleicht finden wir auch die eine oder andere Treppe so. Ja, das ist natürlich auch möglich, aber am meisten büßt du halt Zeit ein mit Treppen suchen. Nee, hast ja recht. Lass uns das so machen, schon in Ordnung. Also wir gehen mit 5 Treppen oder so rein und während der eine die Treppe baut, falls wir keine Treppe finden, tut der eine halt eine setzen und der andere tut sofort eine Treppe bauen, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ja, ist doch okay, machen wir so. Weil vor allen Dingen, wenn wir zu dritt sind, sollten wir diesen Vorteil nutzen. Ich spreche schon. Gut gemacht, Olaf. Jonas. Hast du was vergessen zu gießen? Hilft dir mal. Ich hab noch gar nichts gegossen. Da war aber einstellig gegossen hier oben. Ich hab gesagt, helft ihr mal. Okay. Hat mich ein bisschen gewundert. Mein Lieber. War keine Absicht, mein Lieber. Was soll denn das? Nee, du bist am Gold schmelzen übrigens und gar nicht am Iridium schmelzen. Das sind zwei Iridium. Oh, Felix. Da sind zwei Iridium-Erze drin in den Öfen rechts vom Haus. Gib dem Olaf keinen Salat. Der vergambelt den nur. Der unterstützt damit einen Suchtkranken. Finanziert nicht seine Sucht. Ja. Lumi, du hast das ganze Dingens, oder? Das ganze, Warum kann man denn an der Stelle nicht Kupfer hacken? Ich versteh's nicht. Und halt nicht. Dann kommt die Lampe doch wieder dahin. Ich hab jetzt ich nur noch kann doch, aber warte mal. Ach nee, kann man nicht. Ja, deswegen kommt da jetzt die Lampe wieder hin. Nee, ich wollte wissen, ob du den Dünger hast hier noch. Achso, Dünger habe ich, ja. Und denk dran, Lumi, erst düngen, dann gießen. Amethyst einfach mal auf Stufe 5 oder so gefunden. Erst düngen und dann gießen, gerade den Boden vorher befeuchten. Nee, eigentlich tut man doch wirklich erst düngen und dann gießen. Die Diskussion hatten wir bei unserem allerersten Stardew-Spiel, weißt du das noch? Nee. Da habe ich aber auch zuerst gegossen, glaube ich, und dann gedüngt. Irgendwie einer von uns beiden hat es umgekehrt gemacht. Und dann aber wir sind halt wie ein altes Ehepaar, das kommt alles wieder. Man kann in der ersten Anbaustufe düngen und in der zweiten. In der Theorie. War ja auch wieder nur ein Witz. Ich bin total unwitzig, haben mir schon manche Leute auf Arbeit gesagt. Nee, du merkst nicht, wenn andere Leute einen lustigen Spruch machen und bringst dann Sprüche, wo andere Leute denken, das ist irgendwie nicht lustig. Ja, weil ich es halt voll ernst meine, haha.
Nee, die du dann eigentlich lustig findest, tatsächlich. Nee, nee. Also auf Arbeit ist es tatsächlich so, dass ich total unwitzig bin, weil ich. Oh, jetzt alles ernst. Da wird gearbeitet! Da gibt's ja nichts zu lachen! Wir sind Deutsche! Auf Arbeit darf nicht gelacht werden! Erst kommt die Arbeit, dann kommt das Vergnügen. Er muss mit runtergezogenen Mundwinkeln 12 Stunden auf Arbeit gestanden werden. Und wenn man nach Hause geht, dann gehen die Mundwinkel 3 mm hoch. Dann ist man. Du hast es erfasst, Benny. Du hast es erfasst. Dann ist man ein richtiger Deutscher. Richtig. Deutsch ist. Was habe ich letztens gelesen? Öffnungszeiten für Pappcontainer. Typisch deutsch. Ja, da geht es ja tatsächlich wohl um die Lärmbelästigung, wenn die Leute es knallen lassen. Ja, nee. Doch, weil das übelst scheppert, wenn die das einfach runterpatschen lassen. Ja, wenn das runterpatschen lässt. Ausrufezeichen Pulsschläge, Chris. Irgendwie meine Commands scheinen nicht intuitiv zu sein. Oder an einer Kreuzung, an einer verlassenen Kreuzung bei Rot stehen bleiben, typisch deutsch. Ja, da kann ja ein Polizist kommen, dich dann dafür bestraft. 71 Stunden haben wir Chris schon zugeguckt, ey, der Verrückte. Du bist nur Platz 3, weil du das Pech hast, dass ich ja immer sehr viel nachts streame und du am nächsten Tag arbeiten musst. Und Chris wird ja auch gerade mal geguckt, auf welchem Platz er ist. Ich weiß nicht, ich glaube, Platz habe ich gar nicht angegeben, aber ich habe inzwischen Ränge vergeben. Chris ist Krankenschwester bei mir. Die Stunden stimmen ja leider nicht bei mir, weil ich ja mal versehen. Oh, wir haben inzwischen zwei Stacks Steine. Die Stunden müssen bei mir stimmen. Hey, du hast doch vorhin schon vorgelesen, wenn wir 999 Steine haben und 300 irgendwas noch dazu. Ja, das ist ja bloß ein Stack Stein gewesen. Ich glaube, ich habe kein Ausrufezeichen Top 10 oder irgendwas Top. Ich habe keine. Du kannst allerdings unten, gibt's ein Panel unter dem Stream. Da gibt es eine Top-Anzahl. Hallo Xeli. Da kannst du gucken, auf welchem Platz du bist. Kannst auch gucken. Xeli kommt wieder kurz vor knapp. Also ich habe kein Chat-Command dafür, aber man kann es nachgucken unter dem Stream in so einem Panel. Xan hat auch schon 4,5 Stunden, ne 4 Stunden 50, also 4,5 Stunden bei mir verbracht. Doch, 4,5 Stunden. Durch Stardew Valley wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich. Ist schon die ganze Zeit am Lurken, ja, Xeli will nämlich seinen Vorsprung nicht verlieren. Der hat so ziemlich mit die meisten Stunden bei mir. War auch nicht vorwurfsvoll gemeint, Chris. Alles gut. Irgendwie wollte nur erklären. Genau. Ich wollte nicht sagen, du Arsch musst länger wach bleiben, um zu gucken. Ich bleib endlich wach! Wehe, du gehst schlafen. Ja. Wehe, du gehst schlafen. Auch Platz 3. Ja, ich glaube, Platz 1 bin ich und Platz 2 Xeli. Also wenn du mich wegrechnest, bist du Platz 2 von den Zuschauern, wirklich. Ich bin gar nicht in meiner Top 10 drin. Ja, ich habe das Panel unterm Stream für die Top-Zahlen benutzt und da bin ich halt mit drin. Verstehe. So, wenn das der letzte Abend war, dann tue ich jetzt alles und lernen. Mach das mal. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr, ich muss hier noch gießen. Moment mal, wer hat denn da oben den Kaffeekeck leer gemacht, aber was ist denn da rausgekommen? Kaffee? Kommt da wirklich einfach Kaffee raus? Ja, Kaffee. Das ist ja lame. Ich dachte, da kommt irgendwie jetzt, keine Ahnung, ja. Irish Coffee raus. Oder nee, Kaffee Latte. Nix Latte. Oh, Kaffee. Ich wollte hier noch fertig pflanzen. Du warst doch letztes Mal 15 Minuten bei LOL zuschauen. Ja, okay. Aber es ist schon 90%, weil ich glaube, bis Stardew Valley, wo du bei mir mit zuschaust. Benny, ich fand's auf jeden Fall letztens richtig nett, dass du mit uns, mit Chris und mir ETS gespielt hast. Ja, ne? Finde ich auch. Aber Lumi, ja. die ist ja eingebildet, die macht das nicht. Ja, eben. Ich habe übrigens noch geguckt, stimmt, was Chris und du gesagt hast. Was? 80. Ach so. Wir hatten nämlich die Diskussion beim Euro Truck Simulator spielen, was die Höchstgeschwindigkeit für LKWs auf deutschen Autobahnen ist. 80. Ja, weil und Felix hat gesagt, das wäre 100 oder 90 sogar? Nee, 90. 90 sogar. Ich bin ehrlich sagen. Ja, andersrum. Mehr als 100. Ja, andersrum. 90 oder sogar 100. Nee, aber tatsächlich ist es 80 laut SDVO und aber 90 in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich. So, dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Lumi wird bestimmt Dota weiter streamen. Moment mal, du hast auch gestreamt, Felix?
Hm? Hast du auch gestreamt? Nein. Nö, da hat sich nur von uns verabschiedet.